Das ist der neue 7er BMW und ich will von euch wissen, ob ihr lieber den wählen würdet oder doch bei der S-Klasse bleibt. Türen öffnen sich hier natürlich wie von Zauberhand per Knopfdruck. Dann können wir uns einmal in den Wagen reinsetzen. Wie wir die schließen, ist ganz simpel. Einmal auf die Bremse drücken und zack, wir verabschieden uns in den Innenraum. Wenn wir dann drinnen sitzen, ihr seht schon hier das Upgrade von BMW. Tür können wir natürlich auch wieder von innen per Knopfdruck öffnen. Fetter Grill und zweigeteilte Scheinwerfer zeichnen die Front. Generell optisch finde ich es mega gelungen, vor allem die Kristall Swarovski Scheinwerfer. Hier in der Tür integriert das Front-Display und mit dem können wir dann direkt den Theater-Mode aktivieren. Ein über 30 Zoll großer Screen fährt runter und verwandelt das ganze Auto hier in ein Kino. Also Leute, das ist wirklich schon eine krasse, krasse Ansage. Aber ich würde sagen, wir springen mal zum Fahren. So sieht übrigens das neue BMW M-Lenkrad im 7er aus. Und jetzt noch Thema Sound. Könnt ihr mir auch mal eure Meinung in die Kommentare schreiben? Das ist nur solange ich auf dem Gas bin, ist er da. Komponiert vom lieben Hans Zimmer.